Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Railroads Online. Die letzten Episoden waren ja die Aufzeichnung von unserem Livestream, wo wir ja sehr viel Spaß gehabt haben. Aber jetzt geht's weiter mit dem Bauen. Und zwar würde ich eigentlich hier quasi das Hauptdepot basteln, beziehungsweise einen Frachtbahnhof. Und die Hauptstrecke soll hier dann mal durchgehen und nicht so wie bei der ersten Staffel weiter oben, soll alles hier durchgehen. Hier sollen die ganzen Sachen geparkt werden, die Loks sollen hier die Abstellung haben. Und ja, so ungefähr der Plan. Was ich schon mal gemacht habe, ist hier bei diesen drei Gleisen, die was per Standard kommen, habe ich hier noch mal zwei hinzugefügt. Da kann man hier noch irgendwie was abstellen, zum Beispiel diese Mannschaftswagen oder Caboose, irgendwie so. Das fand ich schon ziemlich geil, hier mit dem Ballast, dass das hier so ein bisschen, ja, über die Schwellen drüber geht. Das habe ich beim zweiten Mal nicht wieder hingekriegt. Es wäre irgendwie so schön, dass wenn man hier die Schiene fertig macht, dass man hier mit dem Ballast snappen kann, dass es die gleiche Höhe ist. Aber ist, wie es ist. Die erste Challenge, was wir haben, ist, ich möchte genau diese Höhe von diesem Gleis bei den ganzen anderen Gleisen auch haben und einen perfekten Abstand haben. Die erste Idee ist, dass wir mit den Kreuzungen hier mal rüber gehen und schauen, wie der Abstand ist und schauen, ob wir dann das perfekte Gleis hier für den Perron kriegen. Am besten hier einmal kurz drehen. Das ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und dann fahren wir hier einmal so runter. Jo, das passt nicht. Was wir aber machen könnten, ist mit einer Weiche arbeiten. Um zu schauen, ob wir da den Abstand hinkriegen. Brauchen wir aber die Weiche links. Und wenn wir jetzt von hier aus Weiche rechts machen. Möchtest du snappen? Oh, komm jetzt. Moment. Weiche rechts zu. Das könnte passen. Kreuzung. Und jetzt den ganzen Mist hier wieder abbauen. Jetzt fahren wir da einmal nach vorne. Im Gleis hier. Das schaut sehr gut aus. Ich meine, wir kommen da ein bisschen rein. Aber das sieht nach einem sehr guten Abstand aus. Sehr nice. Was ich mir noch überlegt habe, ist, dass wir hier so eine Hütte hinstellen. Also, wo war denn das drin? Das war bei Betriebsgebäude, glaube ich. So ein Lokschuppen. Einfach nochmal so temporär mal hier reinklatschen. Den hätte ich gern hier. Den hätte ich mit dem Abstand schon mal gar nicht so blöd getroffen, aber okay. Ich glaube, die Plattform lassen wir hier dann schon zum Rübergehen. Aber hier zwischendrin hätte ich gern wieder den Lokschuppen. Aber das freut mich jetzt sehr, dass wir jetzt hier das Gleis frei haben. Perfekt haben. Das heißt, ich hätte hier. Ich hätte da gern noch ein zweites Gleis. Den Abstand von dem. Wollen wir hier noch ein drittes Gleis haben? Ja, warum eigentlich auch nicht? Können wir eigentlich das alles hier wieder löschen? Was würde ich nur ohne diese Kreuzungen machen? Die sind echt eine Bereicherung, wenn es um solche Sachen geht. So. Ich meine, brauchen wir da mehr? Ich meine, ich würde mehr auf der anderen Seite machen. Gut, wir könnten. Wir könnten da eigentlich noch eine Abstellung machen. Sprich, das wollte ich jetzt gar nicht.
Betriebsgebäude. Dass wir hier so Gebäude hinstellen. Ja, das ist blöd. Ah, da sind wir in der Weiche drin. Ich glaube, das geht sich nicht wirklich aus, aber da knutschen wir schon. Da wäre dann das Gleis hier. Nee. Okay, abreißen alles. Dankeschön. Hallo? Danke. Aber wir könnten da Leergleise machen. Ich probiere es mal gerade aus. So, Kreuzung. Einmal, zweimal. Dem Äußersten, wo würdest du da enden, da hinten? Okay. Das lassen wir. Das sieht blöd aus. Machen wir halt höchstens das vierte Gleis hier. Wo kommst du hin? Das wird auch blöd aussehen. Also man macht hier eine Kurve rein. Man könnte allerhöchstens sagen, man macht hier eine kleine Umfahrung. Also mit so einer kleinen Kurve. Was ist, wenn wir hier den gleichen Trick machen mit der Weiche? Ja, bitte einmal drehen. Achso, diesmal brauchen wir die Weiche rechts und dann links. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir dich mal als Referenz. Und dann lassen wir ihm das da einmal automatisch bauen. Komm, einmal snappen, dankeschön. Möchte ich das doch lieber von weiter hinten haben? Ja, ich glaube, ich möchte es ein bisschen von weiter hinten haben, dass die Kurve ein bisschen entspannter ist. Ich würde sagen, ab hier, das müsste reichen, dass er hier eine weiche Kurve macht. Das ist immer noch so ein härterer Schlenker, aber ich glaube, damit kann ich jetzt leben. Sehr gut. Jetzt ist nur die Frage. Also das können wir jetzt hier wegmachen. Ah, wie machen wir jetzt da hinten den Anschluss? Bitte entschuldigt. Dass das dann irgendwie Sinn macht. Wir fahren jetzt mit dem erstmal ein bisschen weiter. Da fängt die Kurve an. Wie habe ich denn hier die Hauptstrecke gemacht? Das ist dann hier die gerade. Probieren wir das mal mit den Weichen. Was brauche ich jetzt da? Ich brauche Weiche links, glaube ich. Ne, dann war es die Weiche rechts. Und hier nochmal die Weiche rechts. Moment, das war jetzt dann dieser Snap. Oh, ich sehe das schon kommen. Wir müssten da weiter hinten anfangen. Sonst kommen wir hier zu weit raus. Okay, dann machen wir das anders. Machen
weil der ist ungefähr ab hier. Wie viele Gleise habe ich jetzt hier? Zwei. Ich habe mit dem Falschen angefangen. Wir müssen das ja mit dem Gleis hier machen. Mit dem äußersten. Okay, gleiches Spiel nochmal. Snappen an diesem Punkt. Hallo? Ach, was ist denn das da manchmal mit der Weiche? Wir könnten eigentlich das mit der Weiche gerade schon mal machen. 1, 2, 3. Okay. Oh, Spiel. Das war so klar. Ach so, stimmt. So passt der Abstand ja jetzt auch nicht. Jetzt muss ich tricksen. Wie kriege ich jetzt da den Abstand hin? Reicht einmal sowas? Das hin? Mal kurz ausprobieren. Ne. Das kommt nicht hin. Shit, dann hätte ich da einen Schlenker drin. Alternative wäre, ich fange mit dem Gleis hier an und mache den Abstand dann gemäß den Weichen. Oder und eigentlich dürfte es nicht passen, aber was ist, wenn ich hier zwei von denen hinmache? Nee, das sehe ich so schon, dass es nicht passt. Nö. Ah, fuck. Okay, ja, das geht leider nicht so auf, wie ich mir das gedacht habe. Ja, dann machen wir es halt mit dir. Ist egal, ist nicht so schlimm. Okay, Weiche rechts. Dann fährt man hier so rein. Und dann ab da die Kurve so rüber. Ich glaube, wir könnten das noch ein bisschen weiterziehen. So, und dann hier die Kurve so rüber. Ja, alles klar. Also, Weiche rechts. Da bräuchte man einmal von hinten. Einmal. Zweimal. Dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Okay. Ja, dann brauchen wir auch diesen Schlenker nicht mehr. Alles klar. Das wird alles abgerissen. Passt so nicht mehr. Und einmal gerade noch ziehen. Schauen wir, wie das aussieht. Ja, okay, das passt. Damit kann ich leben.
Okay, dann haben wir hier drei Abstellungen auf der Seite und das vierte könnte man eigentlich, naja, wobei macht das Sinn? Ich überlege gerade, ob man da das nicht für eine Wartung nutzen, aber das wird sich vom Platz her nicht ausgehen, wenn wir dann den Kollegen hier reinpflanzen. Mal schauen, ob man das passend zu dem hier macht. Oh. Das wird ja gerade passen. Okay. Ich glaube, das machen wir so. Betriebsgebäude. Ich will das nochmal sauber hier platzieren. Es ist so blöd, dass man das nicht ausrichten kann. Und das Gleis könnte man dann auch mal wieder verbinden. Und dann kann man hier die Holz... weil es ist jetzt nicht ganz gerade. Das hätte ich schon gern gerade, damit man da nicht irgendwo dagegen knallen. Betriebsgebäude, Brennholzlager. Wie tue ich dich jetzt am besten ausrichten? Machen das mit den Schienen. Mit der Überlappung. Das ist so eine Fummelarbeit jedes Mal. Jetzt bin ich gerade. So. Okay. Okay. Ja, warum auch nicht? Cool. Das gefällt mir. Das heißt, die Weiche braucht man nicht. Das werden wir hier so automatisch verbinden. Und dann sieht es hier gut aus. Einmal mit, bin gleich wieder bei euch. So, besser. Räuspern tut gut. Und das Ganze jetzt mit der Strecke da verbinden. Aber jetzt brauchen wir noch eine Weiche für da hinten. Wenn ich jetzt hier weiterfahren würde... Ja, es wird allerhöchstens mit einer S-Kurve gehen. Nee, das machen wir nicht. So, fixer Radius. Machen wir mal 200. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Das reicht schon mal überhaupt nicht aus. Machen wir mal 100. Ah, schon besser. Es wäre natürlich geil, wenn wir jetzt im idealen Winkel reinkommen würden, als wie was die Weiche da hat, wenn sie da weggeht. Sprich, wir brauchen die Weiche rechts. Das ist jetzt fast ideal. Sehr geil. Wir werden das hier abreißen. Fahren von hier nochmal rein. Auch hier wieder gerade. So, und das heißt, wir machen das jetzt mal in Steps. Jetzt mal gesagt, ungefähr hier. Mal hier rechts. Die Weiche, die... Komm, beruhig dich. So.
Ah, ein bisschen weiter nach hinten. Aber wirklich noch ein bisschen. Schönbar braucht seine Zeit. Okay, noch ein bisschen nach vor. Vielleicht geht sich das eh von hier aus, dass ich nur so ein bisschen baue. Weich rechts. Fair enough. Kann man so lassen. Das würde ich jetzt gern Auto verbinden lassen. Dann müsste er jetzt hier eigentlich eine schöne Kurve machen. Wo ist der Anschluss? Hier ist der Anschluss. Schauen wir uns das mal an. Jo, das kann man so lassen. Perfekt. Kann man hier eine Bäume wegmachen, damit man das hier noch ein bisschen besser sehen kann. Übrigens, zum Zeitpunkt von dem Video ist das neue Logo von Railroads Online rausgekommen und auch der neue Trailer. Und das Logo ist ganz gut gelungen. Aber ich wäre jetzt mal froh für Content-Update anstatt wie Redesign. Und sie haben gemeint, eventuell kommt der Discord-Server wieder. Bin mal gespannt, wie lange der überleben wird. Cool. Ja, dann haben wir hier die vier Gleise. Und das sieht hier richtig schön sauber aus. Mit der Einfahrtskurve da. Ein minimales Stück gerade. Du musst hier noch weg. Sehr geil. So, wie machen wir jetzt am blödesten den Anschluss für das Haus da? Kommen wir hier mal weiter. Und das Haus. Ah, wobei, ich mache jetzt für das Haus eine Markierung. Ich weiß, dass es bis dahin doof war. Abreißen. Keine Ahnung, nehmen wir mal rot. Also bis dahin war es doof und dann ziehen wir es ungefähr bis hierhin raus. Meter ungefähr weiter nach hinten. Das heißt, die Kante müsste... ungefähr hier sein. Nochmal abreißen. Betriebsgebäude. Hier in Rot. Mal schauen. Hier muss die Kante ungefähr sein. Ah, shit. Ja, wobei. Ich glaube, das wäre fast perfekt gewesen, wenn ich jetzt gerade gewesen wäre. Jetzt müssen wir den Kollegen hier wieder gerade hinkriegen. Wie mache ich das jetzt am blödsten? Muss mal schauen. Kann ich dich da hinpflanzen, obwohl die Dinger da stehen? Oh ja, das geht. Dann kann ich dich als Referenz nutzen. Zu schauen, wo du gerade bist. Ich glaube, so müsste es jetzt gerade sein. Mal schauen. Ach, dafür passt der Abstand nicht. Also, die müssen noch ein bisschen weiter nach vorne.
So, hier ist es mittig. So eine blöde Fummelarbeit mit dem Gebäude. Könnten die halt nur snappen, also ungefähr so. Immer noch nicht. Nicht Fahrzeuge. Die Leiden des Schönbauers. Also, mittig. Ungefähr da. Mehr zu mir. Spitzen da. Aber warum klicke ich eigentlich jedes Mal auf Fahrzeuge? Nach Betriebsgebäude. Baden Red. Einmal kurz ausrichten. Moment. So. Komm her. Gebäude. Ach, komm jetzt. Nervst du dich jetzt an dem Baum da? Nein. So, mal kurz gucken. So, und jetzt kommst du zu mir her. Okay, das sollte jetzt passen. Ja, okay, fair enough. Ich glaube, so lass es jetzt. Dann sei ich ja nie fertig. So, wie kriege ich jetzt euch weg? Ohne, dass ich das Gebäude jetzt wegreiß. Okay, danke. Dankeschön. Passt, dann haben wir hier das Depot. Mit den Gleisen können wir hier noch ein bisschen weiterfahren. Ich würde mal sagen, so bis hierhin. Ich glaube, das reicht. Und dann fahren wir hier mit den Weichen nach unten. Das heißt, ich brauche die umgekehrte Weiche links, bin ich jetzt richtig im Kopf. Deshalb. Ja. Anderer Snap-Punkt, den hier. Und dann müssen wir kreativ werden mit dem Anschluss von dem Haus hier. Ja, passt perfekt. Jetzt auch gewundert, wenn es nicht gepasst hätte. Und natürlich wieder Hallo zu meinen Katzen. Falls ihr es gehört habt. Das ist nämlich eigentlich gerade wieder Essenszeit für die Katzen. So, und jetzt hier das letzte Gleis. Ja, theoretisch. Ach, warum eigentlich nicht? War ich links? Dann mache ich mir hier gerade eine Referenz hin. Irgendwie nur Abstellgleis für irgendwas. Bis hier hin. So, Bäume entfernen. Ach, Moment mal, das wird jetzt vom Abstand nicht ausgehen, oder? Dass du jetzt mir da hin was hinbaust. Ah, doch.
Dann müssen wir auf jedem Gleis hier noch diese Testfahrten machen, zum Schauen, ob wir hier irgendwo was drin haben, was mir die Weiterfahrt verhindert. So, Ballast. Weil dieser blöde Puffer ja ohne Ballast kommt. Könnten wir eigentlich durchziehen, ne? So. Jetzt wieder so versunken. Ach, warum eigentlich nicht? Das sieht eigentlich ganz okay aus. So, die Kollegen müssen hier noch weg. Und jetzt eigentlich... könnten wir hier... ach shit, ich hab das ja durchgezogen. Wir müssen ja nicht von da hinten fahren, sondern... was ist I, die Weiche... da so. Weiche links. Für die Einfahrt da. Und dann brauchen wir jetzt ein... wenn ich jetzt so fahre, müssen wir das doch ein bisschen von weiter nach hinten anfangen. Schade. Passt so nicht. Außer wir machen einen Schwenker. Würde das aussehen? Dann wären wir schon mal auf der Höhe. Okay, das sieht gar nicht mal so doof aus. Jetzt müsste man halt nur noch das Gleis hier irgendwie anschließen. Und hier, diese Weiche muss anders. Was war das jetzt? Weiche rechts, gell? Nee, Weiche links. Mal gucken. Ja, es hat eine bisschen engere Kurve, aber da können ja zum Beispiel die kurzen Lokomotiven hier reinfahren und die lange fährt dann rechts rein. Aber das ist nicht das einzige Depot, was wir hier bauen werden. Oh, kommt noch mehr. Aber hier drin sieht es einfach gut aus. So, Wasser tun wir mal eigentlich da hinten. Eigentlich könnte man auch hier hin noch einen hinpflanzen. Betriebsgebäude. Na, eigentlich macht es auf dem Gleis mehr Sinn, weil wenn man dann hier das Holz einlädt, dann macht es eher Sinn, dass man hier den Wasserturm umklatscht. Ich sehe das Holzstück nicht. Jetzt nur schätzen. Es könnte knapp werden. Ich lasse ihn einfach mal so stehen. Ansonsten müssen wir dann eh neu positionieren. Der Kollege kommt auch weg. Ja, dann haben wir jetzt erstmal hier den Anschluss für hier unten. Und dann geht in die Richtung ungefähr der Anschluss weiter. Hätte ich noch gern Gleise auf der Seite. Und die Frage ist, wo baue ich die anderen Gebäude noch hin? Man
könnte auch sagen, man baut hier eine Weiche hin und macht da nochmal so ein Gebäude rein. Ich probiere das mal. Machen wir auf zwei Seiten quasi so eine Abstellung. Oh. So, bis hierhin. Der Kollege kommt hier weg und dann wäre es Weiche links. Betriebsgebäude. Was nehmen wir denn? Ach, bleiben wir hier bei Rot. Wenn wir das jetzt irgendwie hier hinstellen würden. So ungefähr. Wie geht sich das da hinten aus? Ja. Alles andere als gerade. Ich brauche mal hier wieder so eine Referenz. Aber von der Weiche her müsste es ausgehen. Einmal abreißen. Wo will ich, dass es das endet? Probieren wir es mal mit hier. Nice, Kreuzungen. Betriebsgebäude. Einmal. Hey. Andererseits, wenn ich dann im Multiplayer sage, du musst ins Weiße reingehen, du musst ins Rote reingehen, macht es schon Sinn, wenn sie andere Farben haben. Ja, dann machen wir dich mal den alpinen Weiß. Erstmal. Komm, leg dich nicht auf wegen den Bäumen hier. Also irgendwie halbwegs gerade. Also so, ich schaue da nach den Überlappungen, falls sich da jetzt jemand fragt, nach was ich da gucke. So müssen wir verpassen. Platziert ist es. Eng hier. Abreißen. Ich hoffe, diese Kurve auf dem oberen Gleis wird jetzt hier nicht zu eng. So, wie habe ich das gemacht? Könnt ihr das mit Weiche rechts mal probieren? Nee. Also Weiche links. Und Weiche rechts. Das geht sich so gar nicht aus. Hä, wie habe ich denn das vorher gemacht? Das war doch, glaube ich, umgekehrt. Weiche. Moment, einmal kurz drehen. Shit, da habe ich einen Bomb drin. Ach, Weiche, warum machst du das? So, jetzt muss ich nochmal schauen gehen. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt, wie ich es verbaut habe. Auch wenn da der Abstand gar nicht passt. Also das ist eine Weiche links. Jetzt haben wir eine Weiche links.
Links auf links. So, verbinden. Ja, da geht es hier. Das Ding halt einfach anders steht. Das ist eine brutal enge Kurve. Das will ich so nicht lassen. Shit. Gut, anderer Trick. Ach, come on. Ich hasse Bäume, ganz ehrlich. Warum muss ich das Out-Menü an sowas immer aufhängen? Wir brauchen noch ein. Ah, eins von den Kreuzungen da. Aber auch wenn ich jetzt das dann hier so sauber hinkriegen würde. Das untere macht dann halt so ein S-Ding. Das obere jetzt verbinde, wie schlimm schaut das dann aus? Ja, das sieht halt kacke aus. Okay, nö. Das kommt weg. Die Po-Idee ist gestorben hier hinten. Wir könnten aber trotzdem hier ein paar Abstellgleise machen. Das heißt, war ich rechts, also zwei. Erinnert mich dann an den Versuch, dass ich hier was bauen wollte. Jetzt geklappt hat. Bis hin würde ich sagen. Machen wir hier noch einmal die Weiche rechts. Die Referenz. So, jetzt das jetzt irgendwie gleich hinkriegen, ne? So. Geil. ja. Da mal drüber fahren. Ah, ich kann es eigentlich auch einfacher machen. Ich mach's halt wieder mit dem Kreuz. Ach so, nee, kann ich nicht machen. Dann passt mit dem Abstand wieder nicht. Nicht zusammenbauen. Ah, besten Dank. Und den Kollegen hier abreißen. Wäre dann auch nochmal so ein Platz für Caboose oder Rangierlock oder was auch immer. Man kann doch nie genug Abstellgleise haben. So, Ballast. Das wieder so. Ihm gefällt das Gleiche. Perfekt. Cool. Das sieht ja weitestgehend identisch aus. Passt gleich weit hinten. Perfekt. So, Timer sagt, wir sind schon wieder bei 45 Minuten. Ich würde sagen, den nächsten Teil machen wir in der nächsten Episode. Auf der Seite halt noch die Abstellgleise machen oder Durchfahrtsgleise, braucht es dann entsprechend auch. Irgendwo muss hier noch eine Drehscheibe hin und halt noch ein paar von den Kollegen hier. Ist die Frage, wo man das hinstellen könnten, wo es am meisten Sinn macht. Eigentlich kann man auch sagen, wenn das so die Rangiergleise sind und das hier alles Dead End ist, eigentlich hätte ich da hinten die Drehscheibe hinmachen können, aber wir könnten hier vorne, also hier nach der Kurve zum Beispiel wegfahren und hier nach links
das Depot hinbauen, weil da haben wir ja richtig viel Platz auf der Seite. Ich glaube, das bauen wir hier irgendwo hin. Und wenn ich jetzt nur schlau wäre, mache ich davor noch eine Drehscheibe hin und rundherum die Gebäude. Ah, so eine Art Ringlokschuppen. Ich habe da Ideen, aber das gefällt mir erstmal ganz gut. Sieht sauber aus, symmetrisch. Hinten geht es dann in die also Hauptstrecken raus. Ich glaube, so viel weiter dürfen wir eh nicht mehr nach hinten, damit wir hier eine saubere Kurve kriegen. Und die Gleise da vorne müssen ja dann auch noch irgendwie mit dem zusammenkommen. Aber gefällt mir. Hat alles schön seine Symmetrie. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Ciao, macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.